Ich begrüße Sie hier auf Ibiza. Für eine liebevolle Sequenz direkt an der Küste. Mit dem Fokus auf das Gleichgewicht für innere Energie. Fördern Sie Ihr persönliches Gleichgewicht, Ihre Balance. Mit dieser schnellen, aber doch intensiven Klasse heraus. Die an Stabilität und Konzentration arbeitet. Es geht um Fokus. Die heutige Absicht. All die Energie, die ich brauche und möchte, ist in mir. Nun lade ich Sie dazu ein, Ihre Matte auszurollen und anzukommen im Hier und Jetzt für diese kurze Sequenz. Herzlichen Glückwunsch, Sie nehmen sich Zeit für sich. Heute richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das Gleichgewicht für innere Energie. Wir beginnen im Stehen ganz vorne in Tadasana. Ganz bewusst wahrnehmen, wie Sie da stehen auf den Füßen. Die Zehen langgestreckt, nach unten geerdet, Fußaußenkante nach außen, nach unten schieben, Steißbein einlöffeln, Bauchnabel nach innen hoch, Krone zum Himmel. Wenn es uns gelingt, unsere innere Energie im Fluss zu halten, wirkt es auf uns wie ein Jungbrunnen. Das ist das Ziel, den Zugang zur inneren, unbegrenzten Energiequelle herzustellen. Das Ziel ist es, den Zugang zu dieser Energie sowohl körperlich, geistig und spirituell herzustellen, da diese Energie durch alle Teile unserer Existenz fließt. Und genauso kann jeder Aspekt unseres Lebens genährt und belebt werden und auch zur Ruhe kommen, sich entspannen. Unser heutiges Mantra ist: Ich habe all die Energie, die ich brauche und möchte. In Sanskrit Purmayei. Heute geht es um das Gleichgewicht, die Balance. Gerade an Tagen, an denen alles drunter und drüber geht und das Leben nicht mehr in Gleichgewicht ist und wir dadurch auch nicht mehr in unserer Mitte sind, macht es Sinn, einfach mal ganz kurz ein Stoppschild aufzustellen, die Aufmerksamkeit auf die Atmung zu lenken, einen Gang zurückschalten, ein paar Asanas gerade für die Balance zu integrieren. Und schon fügt sich alles wieder. Wir sind geerdet und haben einen neuen Perspektivenwechsel. Es geht heute also um das Fokussieren und die Konzentrationsfähigkeit. Tief ein- und ausatmen. Beim Einatmen noch mehr Länge im Rumpf, Krone, Himmel. Und beim Ausatmen noch mehr Erden in die Füße, die Fußzehen mal ganz bewusst in auseinanderfächen und in den Boden schieben. Gerade mal jeden einzelnen Zeh nochmal hoch und wieder jeden einzelnen Zeh nach unten drücken. Wahrnehmen, wie Sie da stehen. Finden Sie Ihre innere Balance, Ihre Mitte, Ihr Gleichgewicht auf den Füßen. Spüren Sie nun durch Ihre großen Füße ein gutes Fundament. Nun finden Sie ein Drishti, einen Punkt, einen ruhigen Punkt, wo Sie Ihr Drishti, Ihr Blickpunkt hinrichten. Etwas, was dich nicht bewegt. Etwas direkt vor Ihnen, was sich nicht bewegt. Tief einatmen, Atem füllen. Ausatmen, verwurzeln. Einatmen, aufrichten. Ein Bein von unten anheben. Entweder Fuß am Fußgelenk, an der Wade oder wirklich anheben, so dass Knie auf Hüfthöhe positioniert ist. Wahrnehmen, welche Höhe heute, hier und jetzt passt. Das Gleichgewicht, die Balance finden. Wahrnehmen, wie es an den Füßen schwankt und immer wieder zentriert Ihren Fokus auf die Atmung und auf den ruhigen Punkt. Nun beim Ausatmen die linke Hand an der Außenkante des Knies positionieren. Und die rechte Hand hinter den Rücken strecken für einen Twist, eine Rotation. Einatmen, Rumpf lang. Ausatmen, Blick nach hinten, hinter der Schulter. Sie können auch Ihre Hand statt an Knie an die Hüfte positionieren für diese Rotation. Beim Einatmen die Arme nach oben. Ausatmen, das linke Bein beugen und mal sanft nach hinten für einen Krieger 4, für einen Ausfallschritt mit den Fersen des hinteren Beins hoch.
Stilettofuß. Einatmen ganz viel Länge und ausatmen beide Hände nach unten neben dem Fuß. Tief einatmen, Rücken lang in den herabschauenden Hund. Steißbein zum Himmel. Beine sanft beugen und strecken, mit den Fingern und den Füßen ganz aktiv nach unten schrauben. Und ganz bewusst einfach mal ankommen, erden, wahrnehmen, fühlen und genießen. Die Beine etwas beugen und etwas strecken. Entenpo, ganz viel Länge im Rücken. Nun bei der nächsten Einatmen mit den Füßen wieder nach vorne in den geraden Rücken und beim Ausatmen in die Vorbeuge. Die Beine hüftschmal geöffnet. Einatmen, langer Rücken, ausatmen, Beine beugen und wieder langsam hochkommen in die Berghaltung. Arme nach oben, ausatmen, Hände wieder sinken lassen. Nun wieder die Zehen ganz bewusst nach oben strecken, ganz weit, wieder einzeln in den Boden schieben. Einatmen, linkes Bein anheben, entweder Fuß am Fußgelenk positionieren, am Knie oder Knie auf Hüfthöhe. Einatmen, beim Ausatmen erden. Einatmen, rechte Hand, Außenkante, Knie oder Hüfte. Beim Ausatmen die linke Hand nach hinten und vielleicht sogar mit dem Drishti nach hinten in eine Rotation. Einatmen, ganz viel Länge. Ausatmen, Verwurzelung. Ruhiger Blick. Einatmen, Blick wieder nach vorne, Arme über den Kopf. Ausatmen, rechtes Bein beugen und langsam mit dem Bein per Direktflug nach hinten in Krieger 4. Wieder Padrasana vor. Einatmen, Brustbein zum Himmel. Handfläche zueinander, Jazzhand. Ausatmen, Hände zum Boden in den herabschauenden Hund. Steißhimmel, Verwurzelung, Hände, Füße. Stilettofuß, Beine beugen, Blick zwischen die Hände, einatmen. Und mal langsam nach vorne laufen, wandern. Beim Ausatmen in die Vorbeuge, Beine beugen, einatmen, die Arme nach oben, Handflächen zueinander, ausatmen und erden. Und nun wieder Drishti fokussieren, Schultern kreisen. Beim Ausatmen einen ganz fokussierten Blick. Einatmen, die Arme hoch, ein rechtes Bein wieder hoch, entweder Knie auf Hüfthöhe oder am Fußgelenk lassen. Wenn Sie es hochbringen, können Sie auch mit den Händen das Schienbein fassen. Wir gehen nun in die Baumhaltung und auch hier gibt es verschiedene Optionen. Fuß entweder neben dem anderen Fuß unten absetzen, an der Wade oder am Oberschenkel. Super wichtig ist jetzt hier für diese Baumhaltung den ruhigen Blick zu halten. Tauchen Sie ein in der Haltung Ihrer Wahl mit dem Wissen, dass auch Bäume sich bewegen. Die Hände zum Herzen in Namaste. Und wenn die eine Variante zu schwierig ist, einfach zu einem Gang zurückgehen. Einatmen, wenn Sie möchten, können Sie sogar die Arme ganz nach oben. Tiefe Atmung, Drishti, Blick ganz ruhig. Für die ganz Mutigen, die noch eine Steigerung wünschen, gehen wir einfach mit der rechten Hand etwas weiter nach unten und die linke Hand nach oben für eine Seitneigung. Immer weiter nach rechts in eine Seitneigung. Ganz langsam, ganz mikromäßige Bewegungen. Lassen Sie sich Zeit. Und mal ganz langsam wieder zur Mitte. Vielleicht möchten Sie eine kleine Gegenbalance einbauen, indem Sie wie ein Stern mal Beine nach außen, die Hände nach oben wie ein V positionieren. Einfach bleiben Sie ganz zentriert, ganz fokussiert. Wenn der Geist ruhig ist, kann der Körper dem folgen. Nun lösen, zurück in die Berghaltung, die Schultern kreisen, die Hüfte lösen. Atmung lösen, zentrieren,
erden. Drisch dir wieder zum Boden. Wieder den Fokus auf ganz bewusst geerdete Füße. Nun das linke Bein anheben und in ihre persönliche Baumhaltung eintauchen. Wade, Fußgelenk oder Oberschenkel. Hände entweder zum Herzen oder nach oben zum Himmel. Und immer wieder Fokus ruhig. Blick ganz ruhig. Beim Einatmen. Arme Himmel, ganz tiefe Atmung. Gesichtszüge entspannt. Kiefer gelöst. Und wenn Sie jetzt noch eine Steigerung wünschen, linke Hand nach unten zum Knie und die rechte Finger in eine Seitneigung. Spüren Sie die Streckung im Rippenkäfig. Alles ganz ruhig. Beim Einatmen wieder zurück zur Mitte für eine Gegenbalance. Wie ein Stern machen Sie sich groß. Sie gehen einfach mit dem Rumpf etwas nach rechts und linkes Bein zur Seite. Ganz viel Kraft im Zentrum. Tief einatmen, beim Ausatmen. Füße absetzen, Schultern kreisen. Und wieder erden. Einatmen, Arme hoch. Ausatmen, Anjali Mudra. Wahrnehmen, wie Sie sich fühlen. Im Moment der inneren Wertschätzung. Was Sie schon alles geschafft haben. Ihr Mantra: Ich habe die Energie, die ich brauche und möchte. Purmayai. Nun einatmen, die Arme nach oben. Ausatmen in die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Hände unten und wir laufen zurück in den herabschauenden Hund. Die Beine weich, die Hände schulterbreit geöffnet, aktiv in den Boden, Zehen aktiv in den Boden, Ellenbogen strahlen nach unten. Wir laufen nun mit den Händen ein bisschen weiter zurück, ungefähr ein Drittel der Länge, die Beine noch mehr beugen und mal schauen, ob Sie mit der linken Hand außerhalb vom rechten Schienbein fassen können möchten, direkt am Fußgelenk. In diesem herabschauenden Hund Twist. Wenn Sie jetzt noch eine Steigerung wünschen, denken Sie daran, das muss nicht gleich heute passieren, das kann ja auch bei der nächsten Einheit sein. Heben Sie mal das linke Bein vom Boden weg. Einfach mal wahrnehmen, wie weit Sie das Bein anheben möchten, wenn Sie hier sozusagen auf dem rechten Fuß und auf der rechten Hand stehen. Es ist nicht wichtig, wie hoch das Bein kommt. Es ist wichtig, ganz konzentriert, fokussiert, tiefe Atmung. Und beim Ausatmen sanft wieder herabsetzen. Beide Hände tief, Knie absetzen, Blick Himmel. Katze, Kuh, ausatmen, Rücken rund, Bauchnabel nach innen. Einatmen, Blick zum Himmel, Herzraum tief. Einatmen und aus. Ganz tief. Wieder zur Mitte. Spannung Bauchnabel nach innen zur Wirbelsäule. Stilettofüße und wir tauchen ab in den herabschauenden Hund. Tief atmen. Wieder die Hände ein bisschen weiter nach hinten, falls sie nach vorne gegangen sind. Einfach mal ein bisschen weiter. Die rechte Hand außerhalb vom linken Schienbein oder Fußgelenk. Körpergewicht. Linker Fuß, linke Hand. Und jetzt das rechte Bein. Einfach mal gucken, wie sich das anfühlt, wenn Sie das Bein mikromäßig hochheben. Und wenn Sie sich sicher und wohl fühlen, dann einfach mal das rechte Bein vielleicht sogar noch etwas mehr anheben. Denken Sie daran, nichts ist eine Pflicht. Das sind nur Ideen und Variationen und Optionen. Es bleibt bei Ihnen. Und nun sanft einatmen.
Atmen, Knie absetzen, Blick Himmel und ausatmen, Kindshaltung, Balasana, tief einatmen und beim Ausatmen loslassen, genießen, erden, verwurzeln. Ein Moment des Wohlbefindens. Bleiben Sie in dieser Haltung und atmen Sie, nehmen Sie wahr, lassen Sie alles los und genießen Sie. Tauchen Sie ein in die Ernte der Gegenwart. Ganz bei sich. Das Gefühl von Gleichgewicht. Wahrnehmen, wie die innere Energie fließt. Ich habe heute all die Energie, die ich brauche und möchte. Purna Yay. Stille. Tief ein- und ausatmen. Bei der nächsten Einatmung Steißbein einlöffeln und Wirbel für Wirbel aufrollen in die sitzende Position. Leichtes Doppelkinn, langer Hals, Krone Himmel, Herzraum weiten. Tief einatmen. Hände zum Herzen. Ausatmen. Nach oben die Hände zur Stirn. Ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie sich die Zeit für sich genommen haben, für das Gleichgewicht und für die innere Energie. Ihre Zeit für sich. Hände zum Herzen. Namaste. Wunderbar. Wie war die Einheit? Lass es mich in den Kommentaren wissen, wie du dich gefühlt hast. Mich interessiert natürlich auch, woher du kommst, beziehungsweise wo du heute praktiziert hast. Denke daran, meinen Kanal zu abonnieren. Ich werde dir weiterhin neue kostenlose Erlebnisse zukommen lassen. Wenn du mein Lieblingsprogramm 9 Wochen Yoga Online Retreat kostenlos genießen möchtest, findest du unten in den Beschreibungen den kostenlosen Zugangscode. Als allererstes einfach mal herzliches Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit mit mir auf der Matte genommen hast. Namaste.